Moin Moin und willkommen zurück zu Death Door auf der Xbox. Wir haben alle drei Schlüssel, wie man sieht, also Riesenseelen. Und damit gehen wir jetzt zur Krähe, damit wir diese große Tür öffnen können. Ich hoffe, es klappt auch so, wie ich mir vorgestellt habe. Aber ich denke, es muss ja so sein. Wir jetzt auch irgendwie müssen noch ein paar neue Fähigkeiten mal bekommen, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wo das mit der Krähe war. War das hier? Ja, hier war das, ne? Genau. Gut, wir gehen nochmal hin. Gucken, was sie sagt. Wir haben alle bekommen. Du hast es vollbracht. Du bist ein viel stärkerer Schnitter als ich. Ich hätte diese Riesenseelen niemals alleine bezwingen können. Jetzt ist die Zeit gekommen. Endlich. Lass uns diese Tür aufbrechen, Grünschnabel, und unsere Aufträge zu Ende bringen. Und jetzt betreten wir die andere Seite. Ich auch? Also geht automatisch. Da sind wir nun. Das ist das Jenseits. Und es gibt hier keine Lebenszeichen. Hallo. Ist das der Tod? In der Beuteltasche? Tod. Bist du der Tod? Ich dachte, die Geschichte über die ursprünglichen Schnitter seien nur so ein wirres Zeug, das die freien Krähen von sich geben. Ja, nun, das bin ich wohl. Also, wenn ihr gar nicht wusstet, dass es mich wirklich gibt, dann seid ihr wohl nicht gekommen, um mich zu retten, oder? Nein, tut mir leid. Wir sind aus anderen Gründen hier. Vielleicht könntest du uns sogar helfen. Das ist echt dreist. Aber na klar, ich meine, was sind schon wenige Minuten zusätzlich nach ein paar hundert Jahren? Also, warum seid ihr hier? Und wie habt ihr es überhaupt geschafft, herzukommen? Wir suchen Seelen, welche die Tür des Todes, also deine, durchschritten haben. Wir sind die Dienstpflichten der Schnitter. Wir benötigen diese Seelen, um unsere Aufträge zu erfüllen und unseren Stand bei der Kommission wieder ins Reine zu bringen. Sonst sterben wir nämlich. Oh, wie unangenehm. Nach Seelen könnt ihr hier lange suchen. Alle körperlosen Seelen, die durch diese Tür kommen, lösen sich im Äther auf. Die Seelenenergie muss wiederverwendet werden, um neues Leben zu erschaffen. Deshalb war ja meine Arbeit so wichtig, auch wenn die Lebenden mich dafür gehasst haben. Huch. Erklärt uns das mal. Früher war ich immer unterwegs und habe die Seelen selbst geerntet. Anschließend habe ich sie mitgenommen, hinter den Schleier. Aber das war so deprimierend. Nicht für die Seelen, denen ist das egal, aber für die Lebenden, die sie zurückließen. Ich wünschte, ich könnte sie wissen lassen, dass man vor dem Sterben keine Angst haben muss. Es gehört einfach zum Zyklus des Lebens. Ich gebe zu, im endlosen Lauf der Zeit hatte ich diesen Zyklus irgendwann bis oben hin satt. Dann kam eines Tages ein seltsames Wesen zu mir, mit einem Vorschlag. Dieses Wesen konnte Portale erschaffen, Türen, die an jeden Ort auf der Welt führten. Er sagte, ein automatisiertes System könne mithilfe einer solchen Tür das Einsammeln von Seelen übernehmen. Wenn die Tür offen stand, würden sie die Seelen der Toten anziehen. Sozusagen eine Art Leuchtturm am Gestade des Äthers. Als Gegenleistung wollte er sein Leben verlängert haben. Also, eigentlich wollte er es unsterblich werden, aber das geht natürlich nicht. Wenn sich eine Seele nach ihrem vorgesehenen Todeszeitpunkt zu lange weiter herumtreibt, bis sie gar nichts mehr mit ihrer Sterblichkeit verbindet, dann verderbt sie und nimmt eine dämonische Form an. Alles Leben muss enden. Naja, irgendwann. Während ich mich also ausruhte, kamen und gingen mehrere Generationen. Diese selbsternannten Lords der Türen und erfreuten sich ihrer natürlichen langen Lebenszeit. Unnatürlich, Entschuldigung. Am Ende fügte sich jeder von ihnen der Endlichkeit des Daseins und begab sich bereitwillig in den Äther. Solange, bis einer sich weigerte. Damit kommen wir zu euren derzeitigen Lord der Türen.
Am Ende seiner zugemessenen Lebensspanne hat euer Lord unsere bewährte Vereinbarung unterlaufen. Er meinte, es habe einen Vorfall gegeben. Die Tür würde nicht mehr gut funktionieren und müsse neu erschaffen werden. Die Rekonstruktion der Tür erforderte angeblich die Berührung des Todes, um die Tür mit dem Äther zu verbinden. Aber als diese neue Tür dann erschaffen und geöffnet war, ließ mich der Lord hinein und versiegelte sie von außen. Es gibt kein Entkommen für mich. Und verehrte Seelen konnten nicht mehr in den Äther übergehen. Kein Tod mehr unter den Lebenden. Seitdem bin ich hier. Allein. Ganz allein. Aber meine Auftragsseele, die ist doch wohl hier. Die muss doch hier sein. Ich bin ihr bis zu dieser Tür gefolgt. Irgendwie ist sie hier hineingelangt. Bist du sicher, dass du sie nicht gesehen hast? Tut mir leid für dich. Wenn hier eine Seele ohne Körper ankommt, verschwindet sie in Äther. Früher oder später muss alles, was beginnt, auch ein Ende haben. Dann gibt es also keine Hoffnung. Sie muss hier doch noch irgendwo sein. Nein, 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 nein. Ich habe so viele Jahre darauf verschwendet, nach dieser Seele zu suchen. Jahrzehnte, Jahrhunderte. Ich will aber nicht sterben. Auwei. Du hast wohl dein Mindesthaltbarkeitsdatum ein klein wenig überschritten. Oh oh. Die graue Krähe. Oh oh. Was für ein fieser Schnabel ist das denn? Ah, guck mal. Ah, fieses Teil. Oh. 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 Was geht denn hier ab? Schnell ist das Vieh. Oh. Alter. Blödes Vieh. Blödes Vieh. Oh. Oh Mist. Ja, das magst du nicht, ne? Scheiß Viech. Oh. Oh. Oh, Alter. Der ist aber auch schnell, ne? Okay. Oh. Ah, verdammt. Da lockt mich doch irgendwas. Da zieht mir was rein ins Loch.
Oh, so, du blöde Krähe. Nein! Quatsch, die Krähe war fast tot und ich hatte... Das ging's doch, gibt's doch gar nicht. Hatte den doch eigentlich gekillt. Jetzt hackt es komplett ab. Was ist da los? Es ist nicht euer Ernst. Muss die ganze Chose nochmal machen? Oh, den hat mir doch gerade gekillt. Das war ja gemein, oder? Hat noch ein Leben. Oh, wie fies. Oh, das war ja echt gemein. Wir hatten die Krähe doch. Echt, ganz ehrlich. Wie scheiße war das denn? Naja. Also, der, sag mal, der Kampf, der war echt... Der war ja schon am Ende eigentlich. Naja. Auf jeden Fall, ganz so schwer war das nicht. Man konnte es ganz gut schaffen. Ich muss nur jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Halt hier hoch. Wie gemein war das denn, ey, ganz ehrlich? Da muss ich mal rein, gleich direkt mit der Krähe kämpfen. Gut, los geht's. Oh! Oh, nee. Oh. Jetzt habe ich sie echt vermasselt. Okay, das war jetzt blöd. Alle guten Dinge sind drei? Oh. Nein. Oh, oh, schnell die Krähe. So. Hallo Affe. Oh. Oh. Oh, fuck. Oh nein, da hin geschossen. Thank you.
So. Blöde Krähe. War es das? Ich hoffe. Und? Oh, der Tod. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, dass ich in einen frischen Luftzug verspürt und gesehen habe, wie ich, überhaupt etwas gesehen habe. Man weiß Dinge bekanntlich erst dann richtig zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Das habe ich bei meiner Arbeit oft erlebt. Aber bevor euer Lord der Tür und mich weggesperrt hat, dachte ich nie, dass es mal auf mich zutreffen könnte. Es tut mir leid, was gerade mit deinem großen, gefiederten Freund passiert ist. Für die Lebenden ist es immer hart, die Toten gehen zu lassen. Noch härter ist es, sie selber ernten zu müssen. Ich kann das Gefühl irgendwie verstehen. Auch wenn es nicht deine Absicht war, hast du mir gerade einen großen Gefallen getan, Krähe. Aber das alles ist noch nicht ganz vorbei. Die Tür wurde zwar zerstört, aber meine Macht ist leider immer noch in ihren Trümmern gefangen. Ein Teil meiner eigenen Seele wurde eingesetzt, um die Tür zu erschaffen. Und den muss ich wieder haben, bevor ich wieder meine Arbeit tun kann. Das heißt, wenn wir diesen Zyklus beenden wollen, muss jemand anderes den Lord der Türen ausschalten. Du rätst nie, wer das ist. Ich werde nie wieder Abmachungen treffen, so viel steht fest. Geh zurück in dein Büro und ernte die Seele deines Arbeitgebers, Krähe. Und vergiss nicht, du hast den Tod auf deiner Seite. Ja, danke. Okay. Gut, dann müssen wir mal zurück. Pass auf, wir mal hier was reinwerfen. Was ist denn das da drüben? Warte mal. Was ist denn das, was da unten liegt? Das habe ich jetzt gerade erst gesehen. Kann ich mir das holen? Was ist denn das? Du hast etwas Weihrauch gefunden. Dieses Zeug riecht aber stark. Okay. Könnte ich so viel mit anfangen, das macht aber nichts. So, dann werden wir jetzt unseren Arbeitgeber. Das ist ja der große Lord der Türen, oder wie der heißt. Der wird es ja sein. Schauen wir doch mal nach, was der sonst so zu bieten hat. Hui. Hui. Wir müssen eigentlich nur zurück. Wir müssen ehrlich, ne? Zurück, zurück, zurück. Also. Gut, wir haben den Tod auf unserer Seite. Das klingt eigentlich ganz gut. Könnte aber auch irgendwie verräterisch klingen, so ein bisschen, ne? Achtung! So, hier gehen wir rein. Und zurück. Mal sehen, was passiert. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Bin echt gespannt. Oh. Meine lieben Mitkrähen. Der lang verheißende Augenblick ist gekommen. Heute wurde die Tür des Todes geöffnet und der Tod selbst wurde befreit und der Welt zurückgegeben. Fürchtet euch nicht, denn dies ist nicht das Ende aller Tage, sondern der Beginn einer strahlenden neuen Zukunft. Die Mächte von Leben und Tod wurden für 1000 Jahre in ein unnatürliches Chaos gestürzt und wir Krähen waren da beteiligt. Wir müssen unser Unrecht wieder gut machen. Wir müssen unser Schicksal akzeptieren. Wir müssen uns gegen jene stellen, die uns in eine Zukunft ohne Hoffnung führen wollen. Es ist Zeit, dass das Regime des Lords der Türen endet und wir zu einem natürlichen Lebenszyklus zurückkehren. Selbst jetzt, wo unsere Welt vielleicht bald für immer vergessen sein wird, können Seelen wie diese kleinen Waldgeister immer noch aus den Ritzen auftauchen. Bald beginnt ein neues Zeitalter und in der Welt wird es von neuem Leben wimmeln. Damit das geschehen kann, müssen die letzten Stunden dieses verheißenden Tages genauso ablaufen wie vorherbestimmt. Die Krähe, die den Tod befreit hat, muss die Herrschaft des Lords der Türen beenden. Das bin ich! Cool. Ich zweifle nicht daran, dass du deine Aufgaben vollenden wirst, alter Freund. Vertraue nur auf dich selbst. Haben wir noch irgendwas verkauft können vielleicht? Nein, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was bekommen. Wir machen das. So. Okay, den nächsten kriegen wir nicht. Einmal zu wenig Punkte für. Aber jetzt gehen wir mal hoch zu dem Typen. Warte mal. Kann ich hier links gehen? Nee, das war der falsche Weg, oder? Ich würde keine Treppe hoch, ne? Nee. Kein Waldgeister. So, was will er von uns? All das mit Tod und Wiedergeburt macht mich ziemlich nervös. Aber ich glaube, wir werden alle haben genug davon. Eine neue Welt, ein neuer Anfang. Am Ende sogar ein neues Fernsehprogramm. Ja, das ist alles, was mich interessiert, ne? Ooh.
reingehen? Anscheinend. So, bin ich mal gespannt. Ein bisschen. Hier waren wir ja schon mal. Ich muss mal. Da ist er. Ich habe dich beobachtet, junge Krähe. Ich dachte nie, dass es tatsächlich so weit kommen würde, aber hier sind wir nun. Jeder aus meinem Geschlecht wurde erschaffen von dem Lord, der ihm vorausging und dazu ausgebildet, nach dessen Hinscheiden seine Aufgaben zu übernehmen. Am Tag unserer Entstehung erfahren wir bereits die Stunde unseres Todes. Mein Vorgänger, mein Schöpfer, war ein kaltherziger Tyrann. Er war besessen von Regeln und Ordnung und der Art, wie die Dinge zu sein hatten. Der alte Trottel hat mir noch nicht einmal einen Namen gegeben. Kannst du dir das vorstellen? Wie würde wohl dein Leben verlaufen, wenn du von Anfang an genau wüsstest, wann du stirbst? Wenn jeder Moment deiner Existenz sich nur um ihr Ende drehte. Ich musste alles tun, was in meiner Macht stand, um mich davor zu bewahren. Ich weiß, dass meine Handlungen nicht ganz moralisch sind, vielleicht auch nicht einmal vertretbar. Aber ich kann doch nicht einfach so sterben. Ich weigere mich, kampflos abzutreten. Nun denn, junge Krähe, bist du bereit, um dein Leben zu kämpfen, so wie ich um meines kämpfe? Oh. Oh, okay. Oh. Oh. Was ist hier los? Oh. Oh nein. Was macht er da? Oh, oh nein. Dies Runterfallen ist echt bescheiden. Oh. Okay, man kann es aber schaffen, aber. Ja, zu. Oh, fuck. Okay, man kann es auch nicht schaffen. Mal so nebenbei. Shit! Okay, der ist ein bisschen fies, der Typ. Ja, klar, ich muss mal versuchen. Jetzt ist die Frage, wo ich anfange. Wieder ganz von vorne? Wahrscheinlich, ne? Ne, hier wieder, okay. Da können wir mal abwarten, oder? Das ist uns nicht. Müssen wir bloß hier aufpassen? Okay, ist noch machbar. Jetzt da rübergehen schnell. Nein, oh, der falsche Knopf. Ich wusste das schon vorher und dachte, Kacke. Oh, fuck. Ich dachte, ich könnte jetzt mal ihn besiegen, aber naja. Okay, also das ging noch ganz gut gerade, oder sehe ich das falsch? Na gut.
Nein! Achso, gut. Ich dachte, ich könnte jetzt nicht ausweichen, aber es kommt ja doch noch. Mann, was ist denn das für ein Typ, ey? Oh! Nein! Oh, fuck! Wow! Der ist schon ein bisschen rabiater. Aber zweimal daneben gehauen, das war natürlich auch dumm von mir. Okay, man muss echt wieder ganz hier hinten anfangen, ne? Das ist, naja, okay. Im Endeffekt ist es gar nicht so schwer. Aber. Ja. Ich will doch auch direkt hier ausweichen, ne? Okay. Ja, wäre ganz cool, wenn man nochmal Leben finden würde, so zwischendurch, aber das findet man gar nicht. Schade eigentlich. So. Wieder enge Kiste. Schon mal umstellen hier. Oh, fuck. Oh, Mist. Oh, das gibt's doch gar nicht. Huha, da muss ich echt gut ausweichen bei diesen blöden roten Dingern. So. Ja, dann brauchen wir schon einige Anläufe hierfür. Darüber. Okay, langsam kriegt man so ein bisschen Übung da drin. Okay. Und dann nur einmal erwischt. Oh, bin extra weggehopst. Shit, ey. Ärgerlich.
Mann, ey. Das ist ein langer Weg, ne? Immer. Naja, es soll auch nicht zu einfach sein, der Bosskampf wahrscheinlich, aber trotzdem ist es schon ganz schön lang, ey, muss ich sagen. Oh, man darf auch nicht stehen bleiben, das ist das Problem. Hau da schon mal drauf bei dem, ne, oder? Aber man darf echt nicht stehen bleiben, das ist das Problem. Und zurück. Oder weiter, nicht zurück. Los geht's. Okay. Probieren wir es nochmal. Gegen dem. Ah, Mist, den hätte ich auch ein paar Mal mehr treffen können noch, ne? Na egal. So. Hier war es ein bisschen fies, aber machbar. Das ist echt gemein gemacht eigentlich, ne? Wenn man so lebt. Direkt durchgerutscht. Ich hätte mich hier rüber beamen sollen, ne? Das wäre einfacher gewesen. Na gut. Jetzt wird's eng. Oh, hat er mich echt erwischt? Oh. Okay. Was passiert jetzt? Hä? Bin wieder am Anfang. Ah, ich habe wieder volles Leben. Ist das richtig so? Okay, hier ist keiner da. Wir gehen trotzdem mal rein. Hallo? Keiner zu Hause? Tische sind alle weggeräumt. Oh, jetzt gibt es einen Showdown hier. Und da ist er. Warum sind wir hier, Krähe? Warum gibt es mich überhaupt? Damit ich die Fußstapfen meiner Vorgänger trete? Und immer, immer und immer wieder dasselbe zu tun. Und warum? Wozu soll das gut sein? Schließlich müssen wir doch alle sterben. Das werde ich wohl niemals erfahren. Denn ich werde niemals sterben. Oh. Okay, jetzt geht er ab. Oh, oh. Schon verkrampfte Finger hier, ey. Der letzte Lord der Türen. Okay. Oh. Was ist das denn, ne?
Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, das war dumm. Der ist schon ein bisschen anders. Müssen wir jetzt alles normal machen? Oder dürfen wir wieder ab da anfangen? Ich weiß es nicht. Ja, okay. Das ist ja schon mal netter. Hier nochmal hoch. Oh, komm schon. Das ging ja wohl gehörig in die Hose. So, wir gehen nochmal rein. Suchen uns nochmal, also. Muss ja mal klappen. Fuck. Schon getroffen wird das nicht so gut. Oh Mann, jetzt muss ich wieder mit deinem scheiß Leder an da. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay. Sieht schon sehr kaputt aus, aber ich will mich nicht davon abhalten, mich zu töten. Okay. Nein! Nein, weg hier! Oh, ich glaube, ich habe ihn richtig getroffen. Das fand er nicht so cool. Das war der letzte richtige Schuss. Oh, perfekt. Bitte, vergebt mir. Licht aus. Schluss mit lustig, Schlüsselmeister. Türenmeister, was auch immer. Oh, da gibt es ein paar Punkte für. Heute betrauen wir das Ableben eines Wesens, das die Substanz unserer Welt gestaltet hat. Mit ihm endet ein ganzes Geschlecht. Der letzte Lord der Türen. Manche haben ihn als mysteriösen Anführer gesehen.
andere als eine dunkle Wolke, welche die Welt verdüstert. Getrieben von dem Verlangen, größer zu sein als sein eigener Schöpfer. Man wird sich an ihn erinnern, weil er sich um die Weiterentwicklung der Türtechnologie verdient gemacht hat. Weil er die Ordnung in einer sterbenden Welt aufrechterhalten hat. Und weil er alles daran gesetzt hat, dem Tod zu entgehen. Um jeden Preis. Sie alle. Gewiss waren seine Taten unklug, doch der Wille zu leben sitzt nun einmal tief. Wer kann schon sagen, was er selbst tun würde, wenn er vor der gleichen Wahl stünde wie dieser Lord? Senkt das Haupt in Gedenken, erweist ihm die letzte Ehre. Seine Zeit in dieser Welt ist abgelaufen. Death Door. Das war's. Also ich muss sagen, das Spiel hat mir echt gut gefallen, hat mich sehr gut unterhalten. Um mal da noch groß zu sagen. Also der letzte Boss, der war wirklich mal einer. Mark Foster hat die Musik gemacht? Nein. Also der letzte war wirklich ein bisschen hart, fand ich. Muss ich zugeben. Schon krass. Trotzdem hat es echt Spaß gemacht. Alter, da haben so zwei Leute gemacht, das Spiel? Mark Foster und dieser andere Typ? Nee. Nee, okay, sind noch ein paar bei. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch mal ein Abo da. Oder liked es. Wäre auch ganz cool, wenn einfach nur jemand was schreiben würde. Wäre schon ganz cool. Ja, aber was soll ich sagen? Also, dieses Spiel, es lohnt sich auf jeden Fall, die Kohle dafür auszugeben. Hat echt Spaß gemacht. Schade, dass es schon zu Ende ist. Denn ich hätte noch gut ein, zwei Level mehr haben können. Aber so ist es nun mal. Huch, ich kann es hier schneller machen. Pass auf, vielleicht kommt da noch ein Ende. Wie nennt sich das? Genau. So, wie bei Marvel halt dann. Nach. Post. Post. Ist es Post? After Post? Production. Mal gucken. Special thanks to... Thank you for playing. Gerne. Oh, guck mal da. Oh, den muss er mitschleppen. Da liegt noch ein Schlüssel. Da liegt noch ein Schlüssel. Da liegt doch noch ein Schlüssel. Der ist doch bestimmt für uns. Den müssen wir holen, den Schlüssel. Die Frage, wie wir jetzt da hinkommen erstmal. Ne? Wir können natürlich mit allen reden hier, das wollen wir gar nicht. So, gehen wir hin und holen diesen Schlüssel nochmal, würde ich sagen. Oder gibt es jetzt gar keine Türen mehr? Das wäre natürlich blöd, weil die Türen jetzt auch weg sind. Da wollte ich gar nicht hin. Doch, guck mal. Na? Achso, eine Tür, guck mal. Nehmen wir die Tür kurz, um zurückzugehen. Und dann holen wir uns diesen Schlüssel, oder nicht? Wer weiß, wofür der gut ist. Guck mal, die ganzen Türen leuchten jetzt hier. Da liegt er. Du hast einen rostigen Glockenturmschlüssel gefunden. Den muss der Lord der Türen fallen gelassen haben. Hinten war ja ein Glockenturm, wo man durch konnte, ne? Wo war denn das nochmal? Da müssen wir schnell mal hin. Wo war denn das noch? Wo war denn das noch? Das war doch...
Nee, wo war das? Wo war das? Irgendwo konnte man auf jeden Fall nochmal in so einen. In so einen anderen Bereich rein. Ich weiß nicht, wo das war. Ich hab's vor Augen. Aber wo war das nochmal? Doch, warte mal, es muss ja beim Friedhofkram da gewesen sein. Wir gucken nochmal kurz. Also verabschiedet ihr euch noch nicht ganz von mir. Denn vielleicht kommt ja noch was. So, geh mal rein, ne? Ich weiß nicht mehr, wo das war. Irgendwo eine Stelle, wo man nicht weitergehen konnte, weil dann sagten sie, da fehlt dir den Schlüssel für. Ich glaube, das könnte das gewesen sein. Das war auch weiter hier oben irgendwo. Ob das hier längs war, weiß ich jetzt nicht, aber wir gucken mal. Da, das alte Ding. Können wir das aufmachen? Yes! Okay, hier ist der alte Glockenturm, genau. Aber was kann man da machen? Hä? Jetzt ist dunkel. Was bringt das? Was ist er denn? Forschen wir beim nächsten Mal nah raus, was das genau heißt. Was das alles bedeutet hier. Das würde mich mal interessieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Oder folgt ihr mir einfach? Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir testen mal, worum es dann nachher geht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.